Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 mit dem netten Franz, der uns gleich alle umbringen möchte, und Daniel. Alle! Hallo! Nachdem wir ja die Nacht um, was weiß ich, wie spät war es? Keine Ahnung. Viel zu spät. Naja, es ging sogar, aber wir waren einfach so fertig dann irgendwie. Ich sag so, die Aufnahmedauer war wahrscheinlich das Ja, 6 Problem. Stunden am Stück Dark Souls war dann vielleicht ein bisschen. So too much. Maybe. Ready or not, here I come. Oh, fuck, 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 fuck. Boah. Entschuldigung. Ich hätte Jetzt gerade sind wir weiter wieder wieder damit angefangen, wo wir aufgehört. Das ist doch schön. I don't care. vierhundertzwanzig Schaden. Alles klar. Schön. It's alright. Gibt's eigentlich noch einen coolen Einhänder? Also so langschwertmäßig? Den man sich basteln kann oder so? Einhänder, einen coolen. Bei Schwertern weiß ich es immer nicht so gut. Benutze ich so wenig. Was? Ich finde, also Schwerter. Es gibt nichts Cooleres als Schwerter, ja. Ja, aber ich habe mit Schwertern schon so oft durchgespielt, dass ich da. Ist halt Ewigkeiten her, das meine ich. In einem DLC-Gebiet kommt ein cooles Schwert. Aber das dauert noch eine Weile, bis wir da sind. Also. Very disappointed of your behavior. Was hatten wir zu Rollen in giftigen Nix. Sachen gesagt? Ignoranz, okay, warte, ja. Lass mich schnell die Viecher töten. Genau, ich google so lange hier mit meinem Handy Dark Souls 2 Weapons. Ja. Was? Ich wurde eingeladen, bei Facebook irgendeiner Gruppe beizutreten. Irgendeiner Rollenspielgruppe. Ich bin ja begeistert. Die eine Echse rennt bei mir diesmal auch weg. Ah, die beiden anderen habe ich. Nice. Dann. Oh. Gehen wir jetzt. Versuchen wir mal die Wand einschlagen zu lassen. Also schon Ding was dong. Fahrrad, das ist wirklich. Da ist eine der alten Rittersachen drinnen, das weiß ich noch. Ach stimmt, ja, da war der alte Ritterschild und alte. Die kann ich tatsächlich Philipp droppen, wenn er sie möchte, weil ich kann die eh nicht tragen. Ups, daneben. Die! Kleinkramseelen, eine Fackel, ein Lebensstein, ein großer. Und die Pike des alten Ritters und das Großschild des alten Ritters. Möchtest du das, Philipp? Weiß ich nicht. Wie sehen die aus? Weißt du, wie ich dir das jetzt zeige? Da. Nee, das da. Will ich nicht. Brauche ich okay. nicht. Das geht auch extrem schnell kaputt. Alles, was du mit einem alten Ritter ist, dann. Ja, 20 Haltbarkeit. Ja. Das wo ist denn mein Zauberstab? In Gefahr, also das brauchst du echt nicht. Daggers, Great Swords, da haben wir es doch. Verdammt. Ja, Raken Großschwert. Das ist ziemlich cool. Black Dragon Sword, das sieht doch cool aus. Weißt du noch, was hier drin war, Philipp? Oh! Oder Franz? In der Kiste. Da kommen wir sowieso gut raus, also das ist nicht das Problem. Kannst du schon nehmen hier. Achso, da musst du einfach nur gerade ausrennen. Ja. Okay. Okay, scheint schon ein paar coole Schwerter zu geben. Werde ich mich später mal drum kümmern. Mich interessieren nur die Katanas. Wird eh noch lustig, das alles auf plus 10 zu bringen. Wenn ich jetzt schon die zweite Waffe auf plus 10 bringe. Franz, könntest du da bitte weg? Ja! Warum rennt ihr mir hinterher hier rein? Weil wir schon unten waren. Ihr habt keinen Grund, hier drin oh, zu sein. Oh, ich bin vergiftet. Toll. Danke, Daniel. Ich konnte diese Tür nicht öffnen, weil Franz sich vor die Leiter gestellt hat, aber nicht hochgelaufen Du warst ist. Bei mir auch bei vor der Leiter. Es gibt keinen Grund, warum du hier unten überhaupt sein sollst. Aber warte, kommt ja, Heilung. Deswegen musst du dann trotzdem nicht gleich so ausrasten. Ja, rast doch nicht gleich aus, Mann! Du springst dir runter ins Gift und stehst dann da. Nee, ich muss ja, da runter. Du nimmst es gleich so tragisch, ich verstehe es. Ist doch tragisch. Erinnert mich irgendwie an gestern, war Franz. Auf irgendwie 10 Leben unten. Wenn ich halt vergiftet bin, habe ich ungefähr nein. eine Zeit, wenn es da vor 2 Sekunden um zu heilen, bevor ich tot umfall.
Ey, das schlägt nach hinten aus, Drecksack. Haben wir alle? Oh, jetzt hab ich den Kleinen mit dem Blitz gefreit. Tut mir ja leid, wenn ich nicht gleich wegspringe. Oh. Ah. Wow. Ich hatte kein Recht, das zu überleben, aber gut. Oh, wer ist denn da verletzt? Beide. Okay. Komm her, Heilung. Nein, bist der falsche Zauberstab. Sunsword. Aha, nee, das will ich nicht. Sunsword kriegst du da im Covenant. Ja, ich weiß. Das weiß ich, das weiß ich. Wenn ich nicht viel weiß, das weiß ich. Das ist von unserem lieben Freund, den Lea. Ich, braucht einer von euch Lebenssteine? Ich hab nämlich 99 davon. Ich kann keine mehr aufheben. Wow. Aber ich habe, glaube ich, auch schon, was habe ich jetzt? Ich habe auch schon 74. 76. Warte, dann droppe ich mal ein paar, weil ich will die jetzt nicht liegen lassen, das regt mich nämlich auf. Dann möge sich jemand die hier nehmen. Das sieht cool aus, das will ich haben. Ach, welches? Ich hab bestimmt nur von den Kackrittern getroppt. Das Heiden... Heiden Knight Sword. Ja, dann dürfen wir irgendwann mal fröhlich Items farmen gehen. Jo. Warte, ich kann schauen, ich glaube, ich habe sogar eins von denen. Bin mir aber nicht sicher. Kann sein, dass es auch noch. Ich schaue auch mal schnell nach. Der Sicherheit halber. Nein, leider nicht. Mein Weapon Repertoire ist sowieso noch recht klein. Im Vergleich zu dem anderen Spielstand. Versteinert jetzt etwas. Yay! Na dann. Okay. Alt Waha. Hab ich verlaufen, sorry. Folge mir. Oh, da ist noch eine Seele. Ja, nein. Ja, ich kam. Ich finde es immer so bestialisch, wenn man mit seiner heiligen Glocke, die man nutzt, um die Wunder der Götter zu kanalisieren, dann irgendwas kaputt schlägt. Ist auch so ein bisschen. gut, hier habe ich die Items noch nicht geholt. Ich habe ihn nicht getroffen. How is it even possible? Raus hier. Dann laufen sie jetzt nur noch ein paar Skelette rum, musst du aufpassen. Oh verdammt, zu spät. Oh! Alba, Achtung, du bist unter Beschuss! Passiert. Ups, das war die Kleine. Egal. Ist ja genug für alle da. Ist da unten? Nein. Lange nicht. Aber ich dachte, ich sorge erstmal dafür, dass hier auf jeden Fall. Ah, verdammt, hier sind noch Skelette. Danke. Nein! Ach, scheiße. Bin am Stein hängen geblieben. Ist gerade so geschafft. Nein! Meine Giftresistenz sind wahrscheinlich ein bisschen höher. Set. Nö, wir sind etwa gleichzeitig reingesprungen. Ich bin halt am Stein hängen geblieben und du nicht. Stimmt. Ja, bei mir war es auch recht knapp. Ja. Ah, verdammt. Und einmal Heilung. Ey, du musst nicht immer gleich die Heilung raushauen. Ich muss die für irgendwas verwenden. Ich habe noch drei große und irgendwie fünf kleine oder so. Ja. Ja, wir müssen ja auch unsere. Hat er sich gerade selbst vergiftet? Ja, das macht er immer. Da, der eine. Durchgepiekst. Na dann werde ich auch golden. Gülden. Ein güldener Streiter. Der güldene Streiter. Warum bin ich im Rattenkavernen? Was habe ich. Ach oh, verdammt, ich bin aus Versehen in den Rattenkavernen beigetreten. Oh. Passt irgendwie. Kann Alt nicht leisten, sind Phantom anwesend. Genau, da war ja was. Dann mache ich das nachher schnell. Wieso? Wir können auch jetzt. Auch. Oder ihr verzieht euch eins von beiden, ja. Dann verziehen wir uns jetzt, dann gehe ich auch da schnell hin noch. Und wie mache ich das jetzt?
Ohne zu sterben. Warte, ich kümmere mich gleich drum. Benutzen. Es gibt den schwarzen Trennkristall. Und damit kannst du Leute aus deiner Welt rausschmeißen. Okay. Oder eben dich als Phantom selber rausschmeißen. Der macht schon automatisch Blitzschaden hier. Ach so. Ich hab's ja gerade selber eingesetzt, aber okay. Ich mobb dich schneller raus, als du dich rausmobbst. Ja. Na dann. Ich hole mir dann auch schnell die Items da unten, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. Jawohl. Wir müssen ja auch irgendwas machen währenddessen, dementsprechend. Kommst du denn her? Na dann. Porte ich mich mal schnell zurück. Hab ja noch Heimkehrknochen, du Blöde. Ach, ich hasse diese Echsen. Jedes Mal wieder. Hast du schon wen beschworen oder kannst du noch mal rasten? Ich? Wenn du. Ja, weil wenn du noch mal rasten könntest. Ich habe jetzt bei diesen ganzen Vasen bei dem Bonfeuer meins hingelegt. Ja, ich möchte kurz dem Covenant beitreten, dann komme ich wieder zurück. Weil das kann ich ja bekanntlich nicht mit Phantomen. So, dann schauen wir mal hier bei The Weapons. Jetzt mal Butter bei der Weapons. Genau. Black Dragon Sword. Skaliert nicht, du bist raus. So, dann kurz zurückgehen. Das sieht doch nicht schlecht aus. Oder? Ich beschwere euch jetzt dann. Wohl, oder? Oder wollen wir es erst bei. Hä? Machen wir doch jetzt bei dir erstmal, weil wir Ja. dir noch gar nicht durch sind. Dann gehen wir halt diesmal jetzt zuerst bei dir durch. Ja, okay. Drakekeeper's Wort. Oh ja, die sind natürlich ziemlich heftig. Dropped by Drakekeepers, using them at Hast du es Dragonshrines. dann schon gelegt? Philipp? Philipp? Meins liegt ja am Ausguck. Gleich wenn du rauskommst, nach rechts läufst, da ist ja so ein Ausguck, wo du runter in das Säurebad gucken kannst. Also in die Ja. Zweites Bonfeuer. Giftgrube. Zweites Bonfire? Achso, wir können ja Ja. schon zum zweiten Bonfire. Ja. Ich dachte gerade so, ausguck, wir sind unten. Ah, er ist oben. That's right. Now I understand. Ah! Oh verdammt, oh verdammt. Okay, das könnte jetzt lustig werden. Ach Gott. Boah, verbraucht genauso Ist viel wieder Ausdauer runtergefallen wie ins Giftloch. Mensch. Und findet wahrscheinlich jetzt nicht mehr raus. Was hast du gesagt? Hä? Hä? Was finde ich nicht? Was finde ich nicht? Ich werde gerade beinahe wieder reingerannt. Ja, das habe ich jetzt richtig gelacht So, dann. da wo die Echsen waren, da bin ich jetzt. Wo bin ich eigentlich hier gestorben? Ich bin doch auch hier irgendwo gestorben. Glaube ich. Bist du? Ja. Ich glaube zumindest, dass ich hier. Irgendwo mussten eigentlich meine Seelen liegen. Skaliert Beweglichkeit S. Okay. Okay. Welche Waffe? Fume Sword. Hm. Das ist natürlich. Das Fume, oder? Ja. Der Fume, wie auch immer. Fium, 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 fium. Fume, fume. Und siehst du den Philipp schon? Ach da. Forged from the soul Da. of a Fume Knight. Das kommt mir, bekommen wir aber auch erst recht spät. Ja, wobei es Forged eine the Option. soul of a Fume Und es ist Knight. ein. Achso, der nimmt dann die kleinere Version. Okay. Das schöne Schwert der beiden. Ja. Weil du aus der Seele zwei verschiedene Waffen schmieden kannst. Ich bin auch golden, Alba. Yeah. Jetzt ist nur noch. So, wir müssen. Aua. Bösen Hexen hier. Müssen wir da überhaupt runter?
Ja, für mich. Ich muss runter auf jeden Fall. Ich wusste ja nicht, ob du da schon oder dir schon waren. Deswegen. Titanitschale. Hatte das Langschwert im ersten Teil auch schon das Moveset? Das hier? Ja. Nee, ich glaube nicht. Oh doch, also, der hat doch eine Rolle immer gefiekst. Oh, pass auf, dass du nicht stirbst. Ich stelle mich jetzt hier unter, wo mich kein Feuerball treffen kann. Irgendwo da ganz oben aus den Fenstern, glaube ich. Ah ja, sehr schön. Vom Balkon da oben. Du siehst die? Ich habe die immer noch nicht. Nein, ich habe die Feuerbälle da rauskommen sehen. Okay, gut. Was willst du denn? Fühlt sich cool mit deinem Pieks an oder was? Diesen Balkon haben wir nie erreicht. Also in unserem Spielstand. Das würde ich jetzt nicht interessieren, wie man da hinkommt. Ja, vergift sich gerne selber hier. Da kommt ein Typ mit Hammer. Ich habe ihrer Tochter nichts getan. Ich fühle mich wieder so mobil mit dem langen Schwert. So, hier möchte ich was holen. Achtung, man kann hier nicht überall laufen. Na, das weiß ich. Das weißt du? Ich habe damals ein bisschen was vom Knaller durchgenommen geguckt von Rocket Beans, aber sonst. Oder ja, war ja noch Game 2. Game 1. Game 2 ist er jetzt. Hatten wir ja gestern doch. Ja, ja. Hä? Hatten wir gestern. Ein Giftbissring. Oh ja, der ist. Komm her, du kleines Viech. Glocke. Drüber. Bisschen runter. Tot. Nächster. Und Reparaturpulver, schön. Schade, Schokolade. Oh, den da kann ich auch schon treffen. Du bist so fies. Ja. Wird jetzt interessant zu wissen, wo die jetzt hinrennen, alle. Achtung, es könnte sein, dass hier Feuerbälle hagelt, Alba. Der Dicke kommt jetzt nicht runter. Oder nee, der stirbt da oben schon. Hex, Hex. Oh. Ups, das ist ja schon ganz woanders. So. Sollte reichen. Ein Skeptikergebürz. Sollen wir dir eigentlich wieder die ganzen. Obwohl, du brauchst es wahrscheinlich jetzt sowieso nicht mehr. Ich habe keinen Bedarf an irgendwelchen Verjüngungssachen. Also nicht mehr als die ich. Schon wo zur Hölle seid ihr? Ha! Ich hab eure Spiegelung unten im Wasser gesehen und dachte mir so, hä? How? Achtung, ich will hier eigentlich raus. Aber ich darf halt nicht runterfallen. Da musst du nicht hinterher springen im Übrigen gerade. Warum nicht? Also du kannst gerne. Aber ich sterb da immer deswegen. Mache ich das jetzt mal nicht. Aufpassen, Druckplatte im Boden. Jutz. Kommen denn die ganzen Männchen her? Ui, wo kommt denn der? Hinter dir! Ja. Ich hab die gerade schon gesucht, aber die waren irgendwie kurz nicht da. Daniel. Ja. Achso, du bist vergiftet. Gut. Schwere Armbrust. Uiuiui. Genau deswegen soll ich aufpassen. Upsi. So. Aber jetzt kommt definitiv einer der härtesten Bosse im ganzen Spiel. Kommt auf die Ausrüstung an. Manchmal geht er. Manchmal geht er. Da geht er. Da geht hier ist aber noch eine Holzkiste. Ja. Also, du heilst dich gerade hin. Hier drin, genau. Ich hab hier mal ein Schlachtfest angestellt. Ich brauche immer Giftsteine. Wie
wie wir hier draußen stehen und du hörst, dass du die Pfeile zuschnappen. Oh verdammt, ich muss den Brace the Sun immer noch auf den Shortcut legen. Oh ja, stimmt, das kann, darf nicht fehlen. Hol ich diesen komischen anderen, den Kriegsschrei daraus. Perfekt. So. Gut. Prepare. Ja. There's something strange in a neighborhood. Who you gonna call? Was ist das denn? Abgesehen davon, dass es hässlich ist wie die Nacht. Ah, es ist Jabba! Ja. Wie gesagt, hättest der Boss überhaupt... Au. Oh, der rollt sich nochmal. Arschloch. Ich kann nicht mal mich one-hitten. Dummer Boss. Er kann nicht mal mich one-hitten. Wie gesagt, hättest der Boss überhaupt das... Puh, die hat es nochmal kaum geschafft, oder? Das... Knappe Kiste, knappe Kiste. Ja, Aufgabe erfüllt. Aber wir werden absichtlich sterben. Ich gebe mir Mühe, aber ich sterbe nicht schnell genug. Sonnenlichtmedaille, yay! Das ist doch schön, sowas. Yay! Fiesta, hurra. Fiesta Mexicana. Mexicana. Na dann, jetzt ab nach Philipps Welt, ab genau. Ab in Alvar. In Alvar geht's ab. Jo. Alter, ich finde den Helm einfach so richtig geil passend zu der Alvar-Rüstung. Ja? Yeah, auch mit dem roten passend. Bimmel da oben. Sogar geiler als der normale Helm momentan. Was mögen Sie in Ihrer Rüstung? Dieser rote Bimmel. Der rote Bimmel auf dem Helm. Den finde ich ganz dürfte. Okay, ich lege mein Summon Stein in diesem Giftfässerraum. Ja, da liegt meins auch. Oh. Da liegt meins auch. Was ist dies für ein güldenes Rufsymbol? Es ist ein Rätsel. Man weiß es nicht. Ach, das ist ja doof. Ich bin da. Bam. Franz, wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Alles klar. Okay. Sag nochmal, also beim Leuchtfeuer, ja? Ja. Ja. Nee. Never gonna give you up, never gonna let you down. Wo bist du? Hm. Kannst du ja nochmal neu setzen? Ja. Aber nochmal neu gesetzt. So, ich habe bei dir mal diese Holzbretter jetzt auch eingerissen. Cool. Du bist so lieb. Also irgendwie kommt hier nichts. Da jetzt. Immer wenn man sagt, oh, es geht nicht. Und der andere wahrscheinlich schon sagt, na, ich setz nochmal. Denn. Dann funktioniert's. Ey, du hast das große Vieh alleine getötet. Du bist so der Killer. Es hat mich auch gar nicht beinahe zweimal gewundet, nein. Natürlich. Yay, jetzt sind wir eigentlich alle gelb. Die gelbe Gefahr schreitet voran. Jo. Die gelbe Gefahr, ey. Das ist eigentlich die Geschlechtskrankheit. Oder Invasionsmöglichkeiten aus Asien. Was macht denn... The hell? Ich hab alles getriggert. Ja, wow. Aber was lustig ist, der da unten stirbt gleich an Gift. Kichi. Vogel hier. Tut er das? Ja, okay. Ich hab den in einer Hexerei.
Hexerei! Verbrennt ihn! William ist ein Hexer! Auf dem Scheiterhaufen mit ihm! Kannst du nicht einfach mal an Gift sterben lassen, das ist so. Schwäche Bodenstange. Ringpharao ist deshalb jetzt. Soll ich hier die Tür aufmachen? Wo bist du? Achso, ja, hier möchtest du die tatsächlich aufmachen. Ich hätte es wahrscheinlich sowieso gemacht, weil ich habe so viele von den Steinen. Kaum benutzt. Die andere Truhe lohnt sich übrigens nicht. Giftbissring, ja geil! Schaden wird auf jeden Fall nicht hier im Gebiet. Wo ist denn der jetzt? Sieht denn der aus? Mit einem violetten Stern drauf. Und das andere Item kann ich mir aber auch holen, oder? Ohne runterzufallen. Da liegt eine Blutspur. Ja. Das kann, also das am Ende vom Gang? Ja, das kannst du dir holen. YOLO. Der Punkt ist nur, dass man hier unten, hier darf man nicht rumlaufen. Weil hier dann einfach kein Boden mehr ist, was einem, Entschuldigung. Alter. Ich stand zu nah an deinem Chaos. Die Schranke! Das sieht bei dir wahrscheinlich nicht so aus, aber die steckt bei mir mit Kopf in der Wand und blockiert den Weg. Bei mir liegt sie sehr, obszön. Geil. Auf dem Boden. Willst du diese eine Fackel, die da in dieser anderen Kiste ist? Okay, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich bin hier mit Rollen rübergekommen. Beim letzten Mal. Ich gehe da nicht mit runter, ich stürze eh nur. Nee, vielleicht, wenn ich es einmal in meiner Welt versuche. Ich werde es nicht schaffen, ey. Schaffst du. Du kannst hier versuchen, so quer zu springen. Das ist doch, das ist ein Witz, Alter! Warum springt denn der nicht? Also nein, warum rennt denn der? Was du machen kannst, ist hier... Ah! Wow. Quer abspringen und dann früher abspringen. Du meinst schief in das Gitterloch reinspringen? Ja. Damit man nicht über das Ziel hinausrollt. Was ja. Summons liegt. Da springe ich ja nur vorbei, dann ist er gut. Direkt im Raum mit den Giftfässchen. Im Raum mit dem Fässle. Das wird mich noch richtig zur Verzweiflung bringen, das weiß ich ganz genau. Oh ja, dieser Raum hat mir viele. Vor allem in Franz seiner Welt, ja, First Try stehe ich da oben. Das ist doch grundsätzlich, wie wir es gelernt haben. Das erste Mal funktioniert es hier. Danach wird es dann interessant. Werdet ihr beide gerufen, ja, ne? Ja. Ja. Gut, dann kann ich schon mal meine Seele. Oh, es war so klar. Ich wollte gerade sagen, sterben werde ich ja wohl nicht. Und fall in die Giftgrube. Nein. Alva! Dumm. Richtig dumm. Tot gepiekt. Getränkt in Gift. Thank you.
Was war das denn für ein Move? Ja, du musst aufpassen, die spuckt so ein kleines Teil von Feuer und wenn sich das direkt trifft, dann stirbst du ins. Hä? Die hat 4 Feuerbälle geworfen und ich bin unter denen durchgerollt und dann gibt die mir so einen Mundkuss. Ah, sie hat dich geküsst. Ja. Der Move ist recht selten. Ich vergesse immer, dass er existiert. Dieser Mundkuss-Move, das da ist, fliegt dann so eine kleine Flamme durch die Luft und am Zielpunkt explodiert alles in Feuer. Nein, und sie hat auch eine Greifattacke. Nee, die Greifattacke hat sie nicht gemacht. Achso. War schon Handkuss. Weißt du selber, nicht Mundkuss, Handkuss. Ach, weißt du noch. Luftikus. Luftkuss, danke. Luftikus. Luftikus Maximus Explodius. Ach, weißt du doch selber. Explodius. Scheiße. Ja, irgendwie so. Eine Pisse, ey. Ja, hast du die Seelen wieder wenig? Ja, hab die geholt und dann hat sie mich geküsst. Bitch, Alter. Hallo, Alva. Viele Leute mit dem Heidenite-Set rumlaufen. Naja, es gibt kein Solaire-Set. Dementsprechend laufen die Leute mit dem Heidenite-Set rum. Entschuldigung. Boah, wo ist denn jetzt Franz? Auch in der Gegend, aber ich lese mal in den Gang nach dem Bonfire. Da war ein komischer Sound. Oder auch nicht. Also in Gang hast du das gelegt, oder? Ja. Da ist er. So, auf geht's. Meine Fresse. Das war auch ein Bitch-Move. Vor allem, ich war fast tot schon von dem Gift. Ich dachte mir, ach, aber der schaffst es ja noch, killst sie einfach und fertig. Nein. Bitchy Snitchy. Hab ich jetzt schon gerufen? Ja. Nein. Hast irgendwas anderes gerufen? Dosa wird gerufen, stand da. Ich wurde nicht gerufen. Muss du besser hinhören, wenn man dich ruft. Mein Stein liegt auch noch. Strange. Okay. Something strange in the neighborhood. Phantom wird gerufen. Jetzt hat's. Okay. Kann sein, dass ich mich vielleicht auch verdrückt habe. Keine Ahnung. Vielleicht hat es auch einfach abgebrochen aus irgendeinem Grund. Es wird ja normalerweise angezeigt, dass es nicht funktioniert hat oder abgebrochen wurde. Aber ja. Ich bin alt. Hört auf mich, meine Freunde. Upsi. Heute nicht, du kleine Snitch. Wir wollen hoffen, dass du nicht wieder stirbst. Aha. Okay, wo ist Alva? Ich will Alva heilen. Ah! Will ich denn die Armbrust? Ich weiß es nicht. Was auch immer du machst, du hüpfst auf jeden Fall nicht mit so wenig Leben rein. So. Kommt darauf an. Wenn du sie unbedingt möchtest, wäre die Frage, braucht Franz seine? Das ist ein Witz! Wir alle. Mein Beileid. Ich hasse es, wenn er. Ich werde jetzt einfach von dem anderen Bonfire oben runterlaufen, okay? Man merkt bei dem Spiel, dass es einfach so programmiert ist. Dass es sich ärgert. Auch wenn es unrealistisch ist. Scheißegal, dann rutscht er halt die Wand lang, damit du da noch runterfällst. Hauptsache du stirbst. Ja. Prioritätensetzung ist ganz klar gegeben. Ach, dieser Move ist so ekelhaft. Ekelhaft? Ekelhaft.
Ja. Oh, ein Magiestein. Also mein Summonstein liegt jetzt oben, wo die Zauberin war. Soll ich da auch schnell hinrennen oder? Kannst sonst du hätte ich jetzt weil wieder. Da bin ich gerade schon. Okay, ja. Komm, Kuss, Kuss, Bitch! Ja! Und jetzt kassierst du, du Alte. Ja, gut, logischerweise kann ich da noch nicht hin, weil ich da noch nicht da war. Oder? War ich? War ich nicht? Werde ich renne einfach bei mir schnell hin. Also da, bei deiner Lieblingssprungpassage, da sind wir jetzt, oder wo? Ja, Lieblingssprungpassage. Okay. Ich fände es halt echt cool, wenn du dann nicht in diesen bodenlosen Abgrund springen würdest, sondern halt einfach nur ins Gift oder so, dass du halt schlimmstfalls vergiftet ja, bist. Ja, das wäre nicht Dark Souls, ne? Scheiß hier. Naja, dann wäre es halt nee, schwer, aber nicht frusten. Da ist Weise. Eigentlich auch echt nichts anderes als diese Armbrust. Ja, leck mich, ich will jetzt hier nicht nochmal sterben. Also, nicht, dass ich wüsste. Aber eigentlich nichts. Und da... Bin ja enttäuscht, Franz. Ja, ich mache nicht mehr besonders viel Damage, dafür mache ich Gift-Damage. Blöder Pilz. Wow. Mein Samstag seht ihr gleich, ich muss halt in meiner Welt gerade noch schnell den Giftbissring holen. Weil ich jetzt da auch da bin. Und Männchen dauern, also sind etwas vorsichtig zu behandeln, wenn man nur Hexereien hat. Was hast du denn gerade für eine Fackel aufgemacht? Eigentlich das Game. Oh, ich habe gar keinen Fahrer, das war jetzt verkünder mir, I remember. Bla 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 bla. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Daniel, wie bekommt man denn noch mit dem Menschentöter? Den war das eine Seelenwaffe? Ich kann das gleich nachschauen, auswendig weiß ich es nämlich nicht. Ja, okay, dann kann ich das selber nachschauen. Na, 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 na. So. War da unten, habe bemerkt, dass ich meine Faust-Weiß-Verkünder schon für Blödsinn hergenommen hatte. Wir haben noch so viele von denen. Ja, aber ich habe die gestern noch, weil ich irgendwie noch ein Erfolgserlebnis wollte, nachdem ich die ganze Zeit in Abgründe springen, noch dieses Rattengebiet gemacht, was man nur alleine macht. Ja, das hast du noch nicht gemacht? Nein. Also ich bin nur einmal durchgerannt. So, okay. Direkt vor der Nebelwand sollte jetzt mein Summonstein liegen. Ja. Och nein, man kriegt den Menschentöter erst so spät. Was ist denn der Menschen-Katana? Okay. Ja, okay. Ja. Das ist ein Gift-Katana. Mit grüner Klinge. Was, Genji oder was? Nein, nicht. Need Healing! Ja, so ein giftiges Grin. Need Healing. I need Healing. Wäre das ja nicht so deins? Sinadachi ist mir. Ehrlich gesagt, ein bisschen zu lang. Ich finde, das sieht etwas unreal aus. Aber. Warum? Es gibt. Also, naja, geht vielleicht nicht so lang, aber. Ja, das länger meine als ich. Katana. Es ist eben etwas zu lang, als dass es noch realistisch ist. Weil das würde sowas von abbrechen. Ich meine, es ist. Ja, gigsamer Stahl. Ich weiß, dass es so lange gibt, aber. Also, so relativ lange Katanas, aber. Die haben dann auch etwas einen längeren halt. Griff, deswegen. Eigentlich schon, ja. Habe ich gerade gewundert, warum der so kurz ist. Ich kurz mal hier in so ein YouTube-Video reingucken, ja, Fuse Sword. Hör, Ton aus. Na. Ja, ich werde schon was finden. Auch mal so die Leute mit Infos. Dann hole ich mir einfach ein zweites Uchi-Katana und tue das auch nochmal Gift infused. Ah, ich habe dein Geld nicht! Jetzt muss jemand anders das Daraus-Zitat weiterführen. Komm, Franz. Ubada Bada. Ungo, Ungo. Ja. Shabba. Ich. Also, Magieschaden ist bei dem nicht so wirklich. Hüpf. Oh, doch. Nee, überhaupt nicht. Machst du so viel Schaden wie wir.
Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, es wären immer eure Angriffe, weil ich im gleichen Rhythmus von irgendwem von euch angegriffen hab. Genau. Nahaha. Es regnet hässliche Leute. Ach, auch wenn ich Leute einlade, kriege ich eine Sonnenlichtmedaille, okay. Ja. Also quasi immer. Ja, bei jedem Boss kriegst du jetzt eine. Na dann, ich stehe noch vor der Bosstür und bräuchte noch Hilfe für diesen schweren Boss. Ja, ich gehe noch kurz das Leuchtfeuer aktivieren. Wird sofort hingeklatscht. Und dann komme ich dahin. Die Sprungpassage erspare ich jetzt unseren werten Zuschauern. Das mit dem Menschentüter bekommt man erst im Schrein von Amar. Ja. Liegt da. Okay. Das heißt, es braucht dafür noch eine Weile. Fumes. Oh, Häftlingslumpen. Ich habe wieder schöne Kleidung bekommen. Nein, Daniel, du bleibst es so. Habt ihr das gehört? Franz ist nicht dafür, dass man sich so kleidet, wie man möchte, sondern der ist so ein Diktatorstaat, wo dann alle mit Mönchskutte rumlaufen ich müssen. Ich hab sonst schön nichts dagegen, aber so. Du kleidest dich immer absichtlich wie der letzte Bauer. Ich find's schön, dass ich nicht der Einzige bin, der darauf achtet. Ich kleide mich nicht absichtlich wie der letzte Bauer, ich habe nur ein Auge für besondere Schönheit. Mhm. Das kann man natürlich auch nennen. Hast du einen Menschenbildeffekt drin, Alvari? Nicht mehr. Das ist völlig egal. Oder? Wenn du gerufen wirst, ist der Menschenbildeffekt egal. Ich hatte gerade auch einen drin. Lügenpresse, Lügenpresse. Ich glaube nicht. Soll ich dich wieder aus bei der Welt rausschmeißen? Ich möchte deine Fakten nicht. Deine alternativen Fakten hier. Das Fuse Sword sieht schon geil aus. Ach ja, ich beschwöre dich natürlich, sobald ich dich sehe, aber noch ist hier nichts aufgetaucht, dementsprechend. Ja, liegt halt vor dem Boss, ne? Ja, ich renne hier einfach fröhlich nochmal das Gebiet ein bisschen, damit das neu lädt vielleicht. Oh, die Wandtextur ist so schön, man merkt gar nicht, wie die loopt. Ah, da, ihr habt eure Sammelsteins genau aufeinander platziert, deswegen hat es ein bisschen gedauert. So. Her mit dir, Alvar. Juhu! Ich kann ja nicht. Man merkt überhaupt nicht, wie die Lupe. Ups, ich hätte vielleicht auf euch warten sollen. Na gut, dann muss ich jetzt diesen Boss halt Da hat er gerade geschlafen und ein bisschen gebraucht, um überhaupt zu reagieren. Leute, Challenge! Jeder nimmt sein Schild und wir kämpfen nur mit dem Schild. Nein, ich flamme ihn fucking ab. Oder so. Ich brauche aber ein anderes Schild. Warum? Wenn du es zweihändig führst, kannst du mit jedem angreifen. Ja, aber ich werde ja wohl ein gutes Schild dafür nehmen, ja. Er ist voll überfordert. Mann, jetzt hör doch mal auf dich zu drehen, du Idiot. Au. Ja, mach dir mal echt was. Das ist natürlich. Ha ja! Oh Gott! Oh. Wie putzig! Das ist echt drollig. Wenn er nicht so hässlich wäre. Ja, das ist echt drollig. Komm schon, Franz! Oh warum nein! Ist auf dich geachtet? Ich bin in die Ecke gedrängt worden! Zu viel Fett! Hilfe! Schreiben Sie Ihre Dark Souls 2 Erfahrung in einem Bosskampf. Ah! Ah! Fisch. Ja, jetzt. Was ja, bist du denn überhaupt? Aua. Ja, wir haben ihn schon über. Hey, Dursa! Hey! Ist mir egal jetzt. Dursa, komm schon. Echt? Du kannst den Kampf auch noch langweilig machen. Nur weil du kein Schild ausgerüstet hast. Oh, Alva, das muss wehgetan haben. Nein. Alter, du hast doch noch. Jetzt geht's richtig hast ab. Du noch Pyromethin, ist doch alles gut. Ah. Dauert mir jetzt zu lange. Ich fiss dich. Toll.
Hast du gerade zu Tode gefistet? Nee, ich muss ja dann abhauen. Ich habe gerade geburnt. Okay, wir haben ihn fast nur mit Schilden bekämpft. Ja, das ist auch geringe Ausnahmen hier wieder, die ja. Naja. Ja, die aus der Reihe tanzen. Echt. Jetzt wird mir noch die leichte Armbrust gezeigt beim Ladescreen, fick dich doch. Das Spiel so, guck, das hier hast du nicht. Alles Klärchen. Haben wir jetzt alle. Ja, dann würde ich auch die Folge hier kurz beenden. Wenn euch Jabba da hat gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao, ciao.